Willkommen zurück zu Metroid Other M. Jetzt haben wir diesen eisigen Endboss besiegt. Es ist kein Endboss, es ist aber ein großer Gegner gewesen. Und? Normale Missile. Ich dachte schon, die Super Missile. Reicht das? Nein, noch nicht. Normale Bombe. Okay. Gehen wir mal rein. Tschüpp. Ah, ich habe keine gelegt. Falsche Taste. Oh. Doom. Zerbombt den Weg. Okay, okay. Weiter geht's durch diese Tür. Mit diesen Gegnern. Die ich mal ignorieren möchte. Aber nicht werde. Komm schon. Boom, 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 boom. Jetzt können wir uns das in Ruhe anschauen, mehr oder weniger. Stirb. Das ist ein Morphballgang. Unschwer zu erkennen. Toll, wo wir nicht hoch können. Wahnsinn! Ein Terminal, können wir es vielleicht bedienen? Das ist gar nichts. Das ist Bullshit. Können wir hier rein mit Mothball? Ja. Ich denke schon. Und ich denke richtig. Zack, 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 zack. Kommt, sterbt alle. Ihr elenden, kleinen, süßen Monster. Jetzt haben wir euch wieder, ihr Springer, schon lange nicht mehr gesehen. Ist es eine andere Farbe? Nee, oder? Warum kann ich nicht auf euch springen, wie immer? Wie ich euch standardmäßig besiege eigentlich. Seid ihr etwa robuster geworden? Aber nicht gegen Missiles. Oder auch doch. Komm schon. Wir können nur keine Missiles. Warum denn nicht? Das sind nur Gegner, verdammt. Dann machen wir das eben so. Die sind ja keine großen Gegner. Aber trotzdem krieg ich sie nicht kaputt. Jetzt kann ich Missiles abfeuern. Und den immerhin damit besiegen. Den? Ich verstehe das Prinzip nicht. Wann man Missiles abschießen kann und wann nicht. Jetzt kann ich es nicht, nur wenn er eingeeist ist. Was aber keinen Sinn macht irgendwie. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Gebiet gereinigt. Eine verschlossene Tür hat sich geöffnet. Hat sich grün gefärbt. Toll. Wieder automatische Sequenzen. Und da hinten ist wieder so ein Überspacko. Ja, und die Eiszapfen fallen geschmeidig runter. Da wird wahrscheinlich noch einer sein, den wir runterschießen müssen. Scharfsinnig erkannt. Und sensationell ausgewichen. Jetzt können wir auch zu dir, auch wenn ich nicht scharf auf dich bin. Verletzt mich Eis eigentlich? Ich muss garantiert zurückgehen. Eiswasser verletzt mich nicht. Schöne Erkenntnis. Och nö, Leute. Das sind Skills, oder? Na, das habe ich schon wieder gerochen. Und jetzt ballert der... Komm, ich lasse mich nochmal treffen, extra. Ich lasse mich jetzt extra treffen. Ihr werdet sehen, warum. Oh mein Gott, ich bin halb tot. Ich fülle meine Energie wieder komplett auf. Was für eine gnadenlose Taktik, ne? Besser mit 99 dahin gehen, als mit 30. Oder wie viel das auch war, was ich hatte. Okay, ich mache dich mal wieder platt. Oh nein. Ey, da kommen noch mehr. Da sind noch mehr, die gerade auf mich ballern. Zu viele Kämpfe, wirklich. Ich guck nur mal, ob Missiles gehen oder nicht. Sie scheinen doch zu gehen. Ist noch ein bisschen wassersicher vor dem seine Angriffe? Bestimmt nicht, oder? Kann ich ihn aus dem Wasser heraus attackieren? Oh
Er ist ins Wasser und ist dadurch gestorben? Klar, er war elektrisch aufgeladen. Macht wenig Sinn. Ist ziemlich blöd, das Ganze. Gefällt mir nicht, diese ganze Kämpferei. Metroid lebt von anderen Dingen, aber na gut. Nehmen wir mal in Kauf. Okay, dass wir das nicht treffen, sollte klar sein. Da ist ein Loch im Eisberg da vorne. Wenn das Gebiet gereinigt ist, könnte ich da mal im Morphball-Modus nachgucken, eventuell. Ob sich da etwas versteckt. Warum geht denn das nicht? Ich muss da oben noch einen Zapfen beballern. Zapfen. Zapfen? Den da vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Komm schon her. Okay. Sobald du dich mit Strom aufgeladen hast, das dürfte jetzt sein, ich mal ins Wasser. Folge mir. Wow. Komm schon rein. Ins Kühle nass. Na? Komm schon. Okay, das war nicht so gut. Schnell wieder aufladen, das sollte möglich sein. Es ist geschehen. Aber er ist auch tot. Wahrscheinlich ist er irgendwann ins Wasser gesprungen, ohne dass ich das gemerkt habe. Da freue ich mich immer wieder, wenn das Gebiet gereinigt ist. Und auch der Kampfanzug ist schön sauber. So, das sind zwei Löcher links und rechts. Soll ich einfach wieder runterspringen? Das ist doch dämlich. Hua, Risiko. Ich habe Angst. Okay, es klappt nicht. Wahrscheinlich bin ich so. So hoch kann ich gar nicht springen. Nee, ich will das Item jetzt haben. Koste es, was es wolle. Okay, vielleicht auch nicht. Aber trotzdem. Kann ich vielleicht das vergrößern oder so? Nee. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Es ist aber nur ein Missile-Container. Ich hätte erhofft, dass es eventuell mehr ist. Aber einem geschenkten Gaul schaut man... Einem geschenkten Maul schaut man nicht ins Gaul. Ja, ja. Wie der Großonkel immer zu sagen pflegte. Jetzt mal sehen, ob sich hier noch etwas versteckt. Das sieht irgendwie komisch aus. Hm? Konnte ich irgendwas machen, zerbomben? Hä? Was ist denn das? Komm, Tür, nächstes Ziel. Oh, Gott sei Dank. Es geht mal wieder weiter. Schön, dass wir das geklärt haben. Bitte nicht zu viel. Und da geht's wieder zurück. Wir müssen jetzt dahin. Warum gehen wir nicht die alte Route zurück? Wir gehen die neue Route. Weil irgendwo auf der alten Route können wir dann nicht mehr weiter, schätze ich. Oh nein, Zwischensequenz. Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Es sieht nicht schön aus. The creature's corpse showed signs of what looked like Metroid predation, making my mind race. Metroids? Here? Impossible. Metroids can't tolerate cold temperatures. They couldn't survive in this environment. Besides, they're extinct. The baby was the last of its kind. Genial! Also, ich lege mich mal fest, das war ein Metroid. Samus, du hast echt keine Ahnung. Wage ich einfach zu behaupten. Metroids waren hier. Endlich. Es ist schön zu wissen.
Ich habe keine Ahnung, was im Spiel noch passiert an Story, aber schläge mich fest, es wäre auch sonst langweilig. Es gibt noch Metroids und das war ein Metroid und auch welche, die kalten Temperaturen standhalten. Auch wenn ich nicht weiß, wie das möglich ist. Und vielleicht war es sogar das Baby-Metroid. Jetzt schon wieder so einer. Bitte nicht. Ich will nicht mehr. Komm, ich gehe einfach. Wo geht's raus? Die Tür ist zu hier. Was eine Verwunderung. Ey, sind Milliarden von Gegner. Der ganze Sektor ist nochmal vor Ort, ey. Ich weiß nicht, wie ich den nochmal... Ich hoffe einfach, dass ich es schaffe. Ich habe zwei Energietanks noch übrig. Jetzt mache ich dich erstmal platt, damit du mich nicht störst. Und ich versuche mal immer drauf zu springen, weil das hat mehr... Wesentlich mehr Effekt, oh Gott. Aber... Diesmal gelingt es mir nicht. Vorhin, als ich nichts wollte, ist es mir dauernd gelungen. Egal. Komm schon. Oh Gott, das war nicht gut. Wer ballert denn da von hinten auf mich? Ja, toll gemacht. Richtig klasse. Another game over. Also die Story reißt mich wirklich mit, also Metroids. Das ist es. Tja, mir bleibt nichts übrig, ich versuche nochmal, diese grausame Kreatur zu besiegen. Ich hasse diese Kreatur. Wie oft muss ich die denn noch besiegen? Aber ich glaube, das ist die letzte, weil wir danach wahrscheinlich Sektor 2 verlassen werden. So sieht die Karte aus. Na komm schon, wir machen dich platt. Oh Gott, ich sag gar nichts. Ich war jetzt so vertieft. Und hab nachgedacht über Sachen. Während ich hier dieses Reh mit Flosse und mit... Oh, ihr Eisviecher, komm, sterbt. Ist ja nicht auszuhalten. Gleich habe ich ihn erwirkt, schon so schwindelig. Aha, abgeblockt. Oh, das ist eine Spezialität. Die auch fruchtet in dieser Situation. Ey, wie soll ich den denn? Ich schaffe den immer nur offscreen. Und genau deswegen werde ich ihn diesmal, wie auch im letzten Part, offscreen zwischen den Parts erledigen. Sobald ich ihn erledigt habe, geht's dann weiter mit dem nächsten Part. Tja, und dämlich, ich find's dämlich. Aber schaut mal hier. Uah, von Metroid zerstört. Sieht aber auch grausam aus. Okay. Dann mal bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.